Ah, okay. So, weiter geht's. Bewaffnet mit einem Bett in der Hand, laufen wir jetzt nochmal. Achso, wir wollten den Weg hier markieren. Laufen wir nochmal in Richtung Dschungel. So, warte mal. Hier, genau. Machen wir das. Da geht's in Richtung Dschungel. Zap. 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 Coole Treppe haben wir hier jetzt. Supi. Und dann gehen wir natürlich hier. Hüp. Naja, klappt nicht ganz. Hier längs, damit wir hier. So. Den Weg weiterhin sehen können. So. Ach, da habe ich sogar Scheren. Warum habe ich sogar eine Schnellleiste? Warum habe ich das letztes Mal nicht gesehen? Verdammt. So ein Unsinn. Okay. So, hier. Dann müssen wir hier weiter folgen. Und hier. Und schon. Da können wir dann irgendwann mal eine Straße oder sowas draus machen. Oder hier eine Brücke, wo Wasser ist. Aber das ist mir noch ein bisschen zu kompliziert. Gucken wir erstmal, dass wir hier von den Kletterpflanzen welche kriegen. Und, oh, da hinten ist Bambus. Bambus ist großartig. Bambus brauchen wir. So, und damit wir uns hier wieder hinfinden, bauen wir den Rest mal hier hoch. Ah. Okay. Ach so, das ist ein Seitenast, okay. Okay, ob wir das von der Seite sehen können, ist eine andere Frage. Aber immerhin haben wir ein Merkmal gebaut, wo wir wissen, aha, da müssen wir über ein Dingens schwimmen. Oh, Kakao, sehr gut. Kakao ist sehr gut, ich will aber Melonen haben. Wo sind Melonen? Aha, da oben ist Bambus. Sehr gut. Bambus ist ein wunderbarer nachwachsender Brennstoff, der sogar noch besser ist als Lava. Bambus kann man direkt als Brennstoff benutzen, man muss da nichts draus machen. Das heißt, man kann eine Farm bauen, die den Bambus automatisch in einen Furnace tut, sobald der hoch genug ist. Und schon hat man
ein Furnace, der unendlich lange brennt, ohne dass man was nachtun muss. So, den untersten lassen wir mal stehen, damit wir hier mehr bekommen davon. Da haben wir schon mal Bambus. Ist das nicht großartig? Und jetzt brauchen wir nur noch die eine oder andere Melone. Kakao sammeln wir auch mal auf. Kakao ist nie verkehrt. Melonen, wo seid ihr? Ah, jede Menge Kakao, keine Melonen. Aha. Da ist der Dschungel schon zu Ende scheinbar. Da brennt jemand, interessant. Und der ist fertig gebrannt. Okay. Oh, eine kleine Mietekatze. Hallo Mietekatze. Melonen, sehr gut. So, jetzt im Prinzip haben wir alles, was wir brauchen. Nee, das war kein, das war ein. Im Dschungel kriegt man entweder Dschungelsetzlinge oder wie hier Eichensetzlinge. Ich hoffe mal, das ist die richtige Richtung. Ich habe mich hier ein bisschen. Sieht gut aus. Okay. Gucken wir mal, wo unser großer Diorit-Pfeiler war. Den haben wir extra hingebaut als Orientierungshilfe. Der war doch hoffentlich hier, oder? Da ist er. Aha. Sehr gut. Also, hier müssen wir bei Gelegenheit, die Eier nehmen wir auch noch mit hier. Bei Gelegenheit müssen wir hier nochmal Dschungelholz uns finden. Aber das war schon ein sehr erfolgreicher Ausflug hier. Wir haben Kakao. Wir haben Kürbisse. Und wir haben Kletterpflanzen, auch nie verkehrt. So. Oh ja, Bambus nicht zu vergessen. Der ist Most Valuable Player hier mittlerweile. Wie gesagt, wir haben noch nicht genug Eisen und andere Rohstoffe, um wirklich was zu machen mit dem Bambus. Aber wir können ihn immerhin schon mal anpflanzen. Meine Güte, es wird alle naselang dunkel hier. Das ist echt unglaublich. Wow, also drei Fackeln brauchen wir hier nicht setzen, oder? Eine reicht. So. Das wird alles mal morgen wieder eingepflanzt. Und vielleicht machen wir noch ein Beet mit Dingens hinzu.
Den Bambus können wir gleich hier, da brauchen wir ja noch nicht mal Wasser für. So viel zum Bambus. Und so schnell wächst der, ist das nicht großartig? So. Guti, dann wollen wir mal uns an die heitere Bepflanzung hier machen. Wir haben 64, wir haben eine Karotte leider nur. Drei Beetroots und 19 Kartoffeln immerhin schon. Gut, fangen wir mal mit den Kartoffeln an. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Gut, und jetzt wird das ausgefüllt mit. Wie gesagt, die wachsen schneller, wenn was anderes neben ihnen ist, aus Gründen, die uns nur die Programmierer erklären können. So. Ist die Frage, sollen wir den Rest hier auch noch einpflanzen? Dann brauchen wir mehr Beet, aber wir brauchen eh mehr Beet, also machen wir das mal. Was wir auch machen können, ist den halt in. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Wir brauchen die Karotten. Das war's schon. Mist. Ja, das war eine Schnapsidee. Ich dachte, ich kriege da mindestens ein Knochenmehl raus, aber war nicht so. Oh ja, was wir hier auch mal machen können, ist die Vines pflanzen. Ah, nicht da, da. Sowas Doofes, naja. Oh. Wenn ich das hier wegnehme, dann sieht man dahinter meine Kisten. Naja, soll uns erstmal nicht kümmern. So. Aber wir sollten hier vielleicht den Raum nach hinten ein bisschen größer machen. Damit unsere Kisten nicht so direkt ans Außen grenzen. Oh ja, was wir auch noch machen können, ist eine Kakaofarm, weil ein bisschen Dschungelholz haben wir. Blob. Das muss erstmal reichen. Die wachsen nämlich an Dschungelholz nur, die Kakaose. So. Gut, Dirt, wir haben Eimer, wir haben Dirt. Und wir haben diese Sachen, wir brauchen noch genau. Und wir brauchen noch mehr Dirt, da haben wir noch, gut. So, dann fangen wir hier an und machen eine zweite, etwas niedrigere Terrasse für unsere Kürbisse. Und dann lasst euch nicht verwirren hiervon. Hier kommt das Wasser hin. Und das werden wir quasi
unter Erde verstecken. Ganze wird so eine terrassige Farm ergeben hier. Gut. Da brauchen müssen wir erstmal hier. Und dann können wir gleich wieder das Wunder des sich ewig multiplizierenden Trinkwassers betrachten. Ah! Oh, meine Fresse. Gott im Himmel, hat der mich erschreckt. Einfach aus dem Nix. Ahnt nichts Böses und kommt dann plötzlich so ein Endermann angeteleportiert. So. Im Grunde genommen könnten wir das hier schon verdecken, aber wir machen mal alle von denen hier zu Source-Blöcken, damit wir nicht das Plätschern immer haben. So, fertig. Nichts fließt hier mehr. So, trotzdem, da jetzt kein sichtbares Wasser mehr neben ist hier, weil wir das eingegraben haben, machen wir hieraus jetzt unser kubisches Kürbis- und Melonenfeld. So. Ist die Frage, muss ich die jetzt auch am besten im Wechsel anpflanzen oder nicht? Dazu brauchen wir natürlich Melonen, Somen und Kürbis. So, hier. Zap und zap. Und zap, zap. Okay. So. Da haben wir schon mal eine Reihe Kürbisse und Melonen. Und wir haben, glaube ich, noch Platz für eine zweite. Ich glaube, wir können hier sogar das hier erstmal wegmachen. Dann haben Kürbisse und Melonen zwar keinen Platz zum Wachsen, aber nachdem wir hier überall Wasser reingemacht haben, machen wir das wieder zu. Ob das dann zum Ernten so praktisch ist, werden wir sehen. Dann machen wir hier weiter unten vielleicht noch ein bisschen Weizenfeld hin. So. So, hier zum Bewässern würde das hier eigentlich schon reichen. Nee, wird's nicht. Aber zum Bewässern würde das hier reichen. Alle Felder sind jetzt bewässert. Aber das sieht halt nicht schön aus und hört sich auch nicht schön an. Also füllen wir das mal noch.
So, sehr gut. Guti. Und da haben wir schon wieder. Ist ja, die Kürbisse und die Melonen sind noch gar nicht so weit gewachsen, dass das überhaupt zum Tragen gekommen wäre. Und können sich jetzt ohne groß, wie sagt man, ohne großen Umstand hierhin. So, meine Güte, das ist alles ein bisschen. Wird alles ein bisschen knapper als ich dachte, aber was soll's. So, zack, 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 zack. Fackel brauchen wir hier leider nicht. So. Ein gutes hat die Sache. Die Kürbisse bzw. Melonen haben nur einen Ort, wo sie sich hinsetzen können. Das ist immer ätzend, wenn man dann, wenn die zu viel Spielraum haben, dass der Kürbis sich dann woanders hinsetzt, dann sieht das Ganze irgendwie doof aus. Und das ist hier nicht der Fall. Sollten sehen, dass wir hier wegkommen, weil wenn uns jetzt ein Creeper in die Luft sprengt, dann ist unsere ganze Arbeit für die Katz. Also gehen wir mal. Guck mal, da sind schon von den Kakaos sind schon zwei gewachsen. Sehr gut. Und es ist wieder Tag. Gut. Aha, da waren schon welche. So, jetzt brauchen wir noch. Vielleicht sollten wir einfach mal eine Schaufel machen. Braucht ja keine extravagante Eisenschaufel sein. Steinschaufel reicht ja auch. So. Und das könnten wir vielleicht auch mal reparieren oder gleich eine neue machen. So. So, der ist hiermit fertig. Wir brauchen aber leider doch, wie es aussieht, Kohle um den Rest. Hallo. So, wieder zwischen den Bäumen. Ich muss mal zwischen die Bäume, muss ich mal ein paar Fackeln setzen. So, jetzt haben wir es hier aber gezeigt. Hier Fackeln, damit hier keine Monster spawnen. Guti. So. Also diese Reihe hier ist für Kürbisse und Keks. Dann machen wir hier unten noch mehr von den anderen Sachen. Dann machen wir hier zum Beispiel, könnten wir, das eignet sich sehr gut, könnten wir noch einen. Ja, endlosen Brunnen packen und dann haben wir auch gleich ein bisschen Bewässerung hier. Da können wir noch einen. Okay. Also, unsere Farm, da haben wir schon sehr viele von den wichtigen Pflanzen zumindest. Ich weiß gar nicht, was uns noch groß fehlt. Vielleicht Sweetberries, aber die sind sowieso immer irgendwie ätzend anzubauen. So. Guti.
So, jetzt sollte alles bewässert sein, wenn wir das hier ausbringen. In ihr Kopfhörer ist rausgefallen. Was bimmelt hier? Es fällt, aber wir haben ja jetzt die ganzen Weizen, die wir gesammelt hatten, die haben wir alle versucht in Knochenmehl zu verwandeln und darum haben wir jetzt nichts zum Pflanzen da. Aber wie gesagt, das geht schneller als man denkt. Machen wir das mal noch fertig und dann haben wir unsere kleine Terrassenfarm. Vielleicht sollten wir hier noch ein paar Stufen machen, damit wir hier nicht immer auf die Pflanzen latschen, wenn wir runtergehen. Ja, und es ist auch schon an der Zeit, hier den ersten Kakao zu ernten. Und neu anzupflanzen. Weil hier ist ja noch so viel Platz dafür. Müssen wir uns bald auch mal Kühe besorgen, damit wir hier Kekse vielleicht herstellen können. Dazu brauchen wir, glaube ich, auch Eier. Davon haben wir noch nicht so viele, 3 Stück. Das reicht noch nicht für eine Farm. Aber den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Und bis denn. Ciao.